herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich war heute Morgen beim Viktualienmarkt einkaufen. Vielleicht kennt ihr den auch. Das ist einfach so ein großer Markt in der Mitte von München. Den gibt es schon seit über 200 Jahren. Und da gibt es natürlich ganz normal Obst und Gemüse, aber auch eben so Gourmet-Sachen und Käse, Oliven und so eingelegte Sachen, getrocknete Früchte, Honig gibt es da. Also ganz, ganz viele leckere Sachen. Weil das Wetter heute so schön war, wollte ich da eben ein bisschen rumstöbern und habe eben drei volle Tüten. Das habe ich alles heute gekauft und ich dachte mir, ich mache mal einen kleinen Food-Haul und zeige euch einfach alles. Einmal haben wir hier frischer Mangold. Ich finde, sieht ganz frisch aus, auch nicht anders als der, wo ich im Supermarkt mal gekauft habe. Und den möchte ich natürlich für meine grünen Smoothies nutzen, weil dafür benutze ich das meiste Gemüse, das ich einkaufe. Und das sind jetzt 470 Gramm und dafür habe ich 2,30 Euro gezahlt. Und dann habe ich mir noch frischen Babyspinat gekauft und das sind 160 Gramm. Und die haben auf dem Markt 2,40 Euro gekostet. Und die Blätter, finde ich, sehen super frisch aus. Und das hier sind wirklich ganz, ganz zarte Blätter. Und deswegen habe ich die genommen. Damit ihr wisst, auf welchem Stand ich war. Der hier heißt Boutique. Da habe ich jetzt eben Mangold und Spinat gekauft. An einem anderen Stand, der genau gegenüber ist, habe ich das hier gekauft. Das ist so eine Olivenpaste aus schwarzen Oliven. Ich weiß, manche hassen Oliven, manche mögen sie total gern. Und ich mag total gern schwarze Oliven. Und ich dachte mir, für so ein Sandwich oder so ist das, glaube ich, unglaublich lecker, wenn man das so drüber streicht. Und es riecht auch wahnsinnig gut nach Olive. Also ich mache das dann nachher gleich mal auf. Die ganze Tüte hier ist voll mit Grünkohl. Da habe ich eben einen Stand gefunden, der den noch verkauft. Weil eigentlich ist der anscheinend nicht mehr in der Saison. Und für diese ganze Tüte, das sind insgesamt 242 Gramm, habe ich 1,67 Euro bezahlt. Und der sieht für mich sehr, sehr frisch aus. Also auch nicht anders als den, den man beim Basic bekommt. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Tüte. Ich habe ja gesagt, so viel ist es nicht. Diese Tüte ist jetzt von Lebe gesund. Das ist so ein kleiner Stand. Die haben vegetarische und vegane Backwaren da. Und der Verkäufer war super nett. Übrigens, das will ich auch noch dazu sagen, wenn der mal hingeht, wirklich... Alle Verkäufer auf diesem Markt waren super nett heute. Ich meine, klar, das Wetter war super schön, vielleicht liegt es auch daran. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass die alle total nett waren. Und man kann übrigens auf dem Viktualienmarkt, wenn ihr da mal seid, auch fast an allen Ständen irgendwo was probieren. Und das finde ich halt ganz cool, weil da muss man eben nicht was kaufen, hat keine Ahnung, wie es schmeckt. Hier haben wir zum Beispiel einmal vegane Orangentaler. Und die sind, weil sie ja vegan sind, ohne Eier, ohne Butter, ohne Milch. Ich kann euch ja mal vorlesen, was wir drin haben. Wir haben einmal Weizenvollkornmehl, dann eben Margarine, Haferflocken, Sultaninen, Maisstärke und dann Speisenatron und Orangenöl. Und das ist alles, was drin ist. Alles natürlich biologisch. Und die habe ich eben auf dem Markt schon probiert und die schmecken echt total lecker. Schmecken ganz intensiv nach Orange und sind auch riesengroß und ich mag einfach riesengroße Cookies. Wer mag das nicht? Auf dem gleichen Stand habe ich mir noch ein Früchtebrot gekauft. Das habe ich auch vorher probiert und es hat so auch ein bisschen nach Zimt geschmeckt und enthält 60% Früchte. So sieht es aus. Ich glaube, es ist unglaublich sättigend und es schmeckt auch total vollwertig. Und es gibt es auch in zwei Größen, also man kann es diese kleine Größe kaufen oder eben eine Nummer größer. Das habe ich mir bei so einem exotischen Früchtestand gekauft. Das sind getrocknete Mangos. Ich bin der absolute getrocknete Mangos-Fan. Also generell mag ich total gerne Mangos, aber getrocknete Mangos, finde ich, sind der perfekte Süßigkeitenersatz. Also wer irgendwie so eine Haribo-Sucht hat oder so und will davon wegkommen, sollte sich auf jeden Fall getrocknete Früchte kaufen. Und vor allem Mangos, weil ich finde, die schmecken wie Süßigkeiten. Und das Letzte, was ich mir gekauft habe, ist ein Feigensenf. Dieser Senf ist jetzt einfach mit Feige, ganz normal Senf und ein bisschen Essig, Branntweinessig. Essig und Rohrzucker. Ich habe den eben auf dem Stand schon probiert, hat unglaublich lecker geschmeckt und ja, ich weiß noch nicht genau, für was ich den genau verwende. Ich glaube, einerseits kann man daraus auch ganz lecker Salatdressing machen, weil ich mische manchmal gerne Senf mit Essig. Hat man auch ein super Dressing, aber ansonsten glaube ich einfach auf so einem Sandwich ist der, glaube ich, super lecker. Oh, das war dann auch schon alles. Ich weiß, so viel war es jetzt wirklich nicht, aber ich wollte es euch unbedingt mal zeigen. Vielleicht seid ihr ja nicht aus München oder vielleicht kommt ihr demnächst mal nach München, dann müsst ihr auf jeden Fall auf dem Viktualienmarkt vorbeischauen. Der steht sowieso in jedem Reiseführer. Und damit sage ich wieder herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!